Jo Moin, in diesem Video stelle ich euch das beste Log-Bait-Deck in der neuen Meta vor, mit den Zappies, mit den Koryphas, natürlich mit der Prinzessin, Log, Feuerball als kleinen Spells, weil extrem viel Warlocks, Magic Arch unterwegs, auch gegen Zappies extrem stark. Mini-Packer, einfach eine der besten Karten, spielen in der Defensive, Kobold-Gang, einfach noch so zum, noch eine weitere Bait-Card, auch sehr, sehr nice, um Druck zu machen, auch mit dem Mini-Packer sehr, sehr gut, als Kombination dazu noch den Ice-Group, finde ich einfach sehr, sehr nice, um Truppen zu tanken. Vor allem auch gegen Truppen wie zum Beispiel Prinzen, weil man halt nicht so viel gegen Prinzen hat, aber deswegen finde ich diese Karte extrem nice. Ice Golem einfach eine der besten Karten im Spiel, auch Ice Golem Kobold, was eine extrem starke Kombination. Ich würde sagen, Leute, wir springen ins erste Game. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo, um keine weiteren Clash Royale Videos zu verpassen. Morgen um 15 Uhr kommt das Top 5 Video mit den neuen Decks, also Top 5 Season 8 Videos. Die besten Decks der Meta, und dann würde ich sagen, wünsche ich jetzt wirklich viel Spaß mit dem Video. Also im ersten Game gegen einen asiatischen Kollegen. Und ich würde sagen, stammen Koboldfass. Und vielleicht ist es diese Meta wieder, wo Lockbait zurückkommen wird. Ich sag's, ich hoffe es ja in jeder Meta. Aber vielleicht ist es diese Meta hier. Er spielt Warlocks auf jeden Fall gegen Warlocks. Hat man normalerweise Probleme mit Lockbait, aber dafür haben wir ja den Feuerball drin. Okay, er spielt direkt den Magic Archer. Ich würde sagen, den Feuerball nehmen wir mal nicht. Und wir spielen einfach einen Ice Golem, weil, ja, weil ich den Feuerball lieber aufheben will. Okay, er denkt sich das Gleiche. Jetzt einfach ein Ice Golem, jetzt kommt hier ein Mini-Packer auf den Magic Archer. Und jetzt seht ihr hier ganz gut, Ice Golem ist noch am Start. Ich spiele jetzt Koryphas nach hinten, weil er den Darkness noch am Start hat. Und ich will nicht, dass Darkness danach das Eis angreift. Er kennt Snowball im Cycle, er spielt die Nachthexe, er spielt sie nach vorne. Ich spiele jetzt Koryphas nach hinten, komplett gebaitet, wir kriegen so viel Damage. Und das ist wirklich extrem, extrem geil. Ich würde sagen, es gibt einfach nur Princess und Log. Princess plus Log sollte in der Lage sein, das alles hier zu killen oder auch nicht. Sonst gibt es einfach noch eine Kobold-Gang. Aber selbst die Kobold-Gang macht einen perfekten Job. Prince überlebt. Und Ice Golem ist auch wirklich so nice, um gegnerische Banditen, gegnerische Bridge-Spam-Karten. Weil oftmals habt ihr das Problem mit anderen Lockbait-Decks, dass ihr relativ Probleme habt gegen Bridge-Spam. Aber mit dem Ice Golem, mit dem Mini-Pack habt ihr wirklich sehr, sehr viele Antworten gegen Bridge-Spam, gegen Banditen oder auch natürlich gegen Rambok. Und gegen Pack habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit rüberzukiten, weil ihr halt keinen Fernturm habt oder keinen Tesla. Deswegen finde ich dieses Deck allgemein sehr, sehr geil. So. Ich würde sagen, gezeigt eine Princess nach hinten rechts, weil ich will nicht irgendwie Spell-Damage geben, falls er einen Feuerball oder Poison hat, möchte ich nicht in die gleiche Länge spielen. Ich würde sagen, gibt es einen Feuerball jetzt hier drauf. Das ist jetzt einfach ein Feuerball. Ich habe den Feuerball extra spät gespielt, weil ich gehofft habe, dass so, wenn die Princess noch angreift und mithilft, das hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, weil wir jetzt ungefähr 200 bis 300 Damage weniger bekommen haben. Okay, er hat noch die drei Mystics, das finde ich relativ interessant. Aber ich glaube, die drei Mystics sind nicht so gut, weil die Princess in der Mid-Lock eigentlich schon fast die drei Musketiere killt. Seht ihr jetzt hier auch, was ich auf jeden Fall nice finde. Jetzt gibt es einfach eine Kobold-Gang. Die macht auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Job. Jetzt gibt es einen Goblin-Barrel. Jetzt gibt es hier die Ice Gold mini player kombination. Diesen Match zum Beispiel ist ein jetzt nicht die niceste Karte, aber wir können sie trotzdem jetzt defensiv spielen, einfach nur zum Splitten und ein bisschen sagen wir es mal, beide Seiten zu defenden. Deswegen finde ich Zappies extrem nice. Zappies sind eigentlich natürlich vielleicht nicht die beste Karte im Spiel, auch nach dem Buff nicht, aber es ist ein richtig geiler Feuerball-Bait. Und einfach nur, der Gegner muss eigentlich immer in Zappies reinpushen. Er muss in Zappies reinpushen und wenn er es nicht macht, hat er halt das Problem, dass er zum Beispiel einen Feuerball drauf hat. Ihr habt immer auch ein Zappi, was überlebt. Und mit dem Zappi könnt ihr halt counterpushen. Deswegen finde ich diese Split-Zappis einfach richtig, richtig geil. Und ihr habt auch so einen günstigen Cycle. Ich einfach die nächsten Zappis nach hinten. Slowen das Spiel ein bisschen ab. Und damit sollte man in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen. Ich spiele jetzt einfach die nächste Princess. Jetzt gibt es hier einen Ice Golem Kite. Um rechts immer den zu defenden. Plus den Dark Princess. Richtig, richtig geil. Jetzt gibt es einfach einen Feuerball drauf. Voll machen einen guten Job mit der Prinzessin. Kobold ging rein und wir gewinnen das erste Game in der heutigen Episode. Ich würde sagen, wir springen das nächste Game mit diesen richtig, richtig geilen Lockbait, Cycle, Bait-Karten, geilen Deck. Dann würde ich sagen, wir zum nächsten Game. Bis gleich. Im nächsten Game gegen den Mega-Archer. Mal schauen. Hoffentlich spielt er keinen X-Bogen. Archers heißt eigentlich immer X-Bogen. Ich würde sagen, Jungs, wir starten mit Zappies nach hinten. Okay, Zappies nach hinten. Oh! Okay, gleich ein Mortar. Dude, Mortar, wie ihr wahrscheinlich schon wissen könntet, solltet, müsstet. Ist auf jeden Fall kein gutes Matchup für Kollege Lockbait. Ich würde sagen, spielt jetzt hier Mini-Packer davor. Er muss jetzt eigentlich irgendwas Lockbares spielen. Oder er spielt Ice Golem und Bats. Okay, das war, glaube ich, so das Schlimmste, was er haben könnte. Wir kriegen trotzdem Mortar Down, deswegen geht es trotzdem klar. Weil normalerweise hätte er es normal Mortar Bait gespielt, hätte er sowas wie Kobold Gang Rescue spielen müssen. Okay, das ist jetzt das Gute, wenn wir Feuerball am Start haben. Wir warten jetzt ganz, ganz lange. Okay, ich wollte lieber sicher gehen, dass wir die Mai noch treffen. Und jetzt, ich hätte jetzt die Option gehabt, ich warte vielleicht noch, bis das letzte Minion Connect, bis das letzte Minion in Feuerball Range ist, aber dann treffe ich vielleicht. Dann muss ich vielleicht warten, bis. Vielleicht kriegt der Minion schon Schaden, würde ich sagen. Weil ich muss ein bisschen warten. Vielleicht ist das Minion dann am Turm. Der meine kriegt viel Damage. Und ich glaube, am Ende war es die richtige Entscheidung. Ein bisschen früher zu Feuerballen und dafür einen Minion-Hit in Kauf zu nehmen, als ein Minion, was vom Miner getankt wird. Ich würde sagen, spielt jetzt ein Ice Golem da zum Kiten und spielt einfach High Zappies. Ich glaube, es ist ein guter Move, weil der wird jetzt auch retargeted. Die Prince sollte surviven. Spielt jetzt den Goblin Barrel. Er hatte vorhin nur Zap. Und jetzt seht ihr auch diese Ice Golem-Goblin Barrel-Kombination.
Ich schmiss mal die Fledermäuse und Eiskühl wird gleich einfach mal splashen. Und dann sollte es eigentlich ganz gut klar gehen. Ich würde sagen, es gibt eine Kurbelgänge hinter. Plus die nächste Princess. Und ich hoffe, dass die Princess jetzt kein Auge macht. Und was macht sie? Natürlich das genau Gegenteilige. Sie macht komplett Auge und wir verlieren unseren ganzen Turpen. Danke, Princess. Danke, Princess, dass du nicht drauf gehst. Aber ich denke trotzdem, dass wir in der Lage sein sollten, das Spiel noch zu gewinnen. Er beendet jetzt ja auch ein bisschen, okay? Hier mal das Küsschen. Wir können das Game auf jeden Fall immer noch gewinnen. Ich würde sagen, ich schiebe hier einen Eiskolben rein. Und dann gibt es hier gleich einen Feuerball. Feuerball, komm, wir treffen sogar die ganzen Barbs. Sehr, sehr gut. Gibt es hier Kobold Gang plus das hier rein. Er zappt jetzt hier. Wir kriegen guten Chip Damage. Die Kobold Gang ist noch am Leben. Kriegt jetzt hoffentlich auch noch ein bisschen Chip Damage. Okay. Okay. Vielleicht verspekuliert er sich jetzt ein bisschen. Er hat hier schon BM. Da wollen wir auf jeden Fall zurückschlagen. Ich hätte auf jeden Fall einmal einen Feuerball draufwerfen sollen. Im Nachhinein habe ich jetzt nicht gemacht. War auf jeden Fall ein dummer Fehler von meiner Seite. Also ich würde sagen, geht es hier einfach rein. Ich würde sagen, es ist ein Feuerball drauf. Sehr, sehr gut. Es gibt hier eine Princess. Die Princess sollte in der Lage sein, den Turm wegzuchippen. Was auf jeden Fall okay. Leider noch nicht. Aber wenn wir es jetzt hier loggen, reicht ein Feuerball. Okay, wir sind auf jeden Fall zurück im Spiel. Ich bin gespannt. Er wird gleich wahrscheinlich meine Rakete einfach machen. Hier macht er nicht interessant. Das machen wir einfach. Ich würde sagen, wir hauen da sogar einfach nur einen Goblin Barrel drauf, weil er kann es eigentlich nicht verteidigen. Okay, Bro. So funktioniert Clash Royale aber nicht. Oh mein Gott, bitte überlebt, bitte überlebt. Ich würde sagen, geht's einfach mal ganz, ganz aggressiv rein. Weil er relativ viel Elixier hat. Er muss jetzt Barbs hier bringen. Haben die Barbs, wenn die zu spät kommen? Okay, okay, es geht doch klar. Ich würde sagen, er hat doch keinen Kollegen mehr. Deswegen bringen wir jetzt den Prinz und wir sind eigentlich zurück im Spiel. Was ist das für ein Comeback, Mann? Gegen Mortar? Ich spiele zwar ein weirdes Mortar-Deck, aber trotzdem, Comeback ist Comeback. Ich würde sagen, es gibt hier Seppis, eine Kobold-Gang. Eiskolben rein, um wirklich alles hier zu defenden. Seppis machen einen sehr, sehr geilen Job. Plus Minipack jetzt noch drauf, um wirklich auch den Miner zu killen. Sehr, sehr gut, wir sind noch im Game. Jetzt bin ich gespannt, ob es einfach wahrscheinlich gleich Bad spielen. Deswegen bringen wir jetzt hier eine Princess. Und einen. Oh mein Gott, die Princess war so gut. Wir haben ihn komplett hops genommen. Goblin Barrels hat er Sepp, er hat keinen Sepp, er hat keinen Sepp. Er muss neben die Miner spielen. Let's go. Nächste Kobold Gang. Okay, wir bleiben drin in dem Spiel. Bringt jetzt aggressive Seppis, weil er nur eine Rakete hat. Und die Seppis machen so einen guten Job mit der Prinzessin zusammen. Sind in der Lage, die Kobold Gang abzuklären. Und die Kobold Gang, sag ich schon, die Minion Horde bringen jetzt hier noch einen Lockpudding rein. Vielleicht treffen wir irgendwas Barbaren oder so. Treffen wir nicht. Okay, jetzt kommt hier der, die Barbaren, werfen wir direkt einen Feuerball drauf. Jetzt gibt es hier einen Eisgolem. Jetzt gibt es hier sowas. Okay, jetzt gibt es das so. Falls seine Bats kommen. Okay, hat nicht so geklappt, wie ich es wollte, aber es geht trotzdem noch klar. Okay, wir machen jetzt diesen hier. Jetzt wird 100% Miner kommen. Und jetzt gibt es hier das so. Okay, ich bin zwar nicht die geilste im Nachhinein, aber wer jetzt hier Miner, ich meine jetzt Feuerball noch dazu bringen. Oh mein Gott, Jungs, dann gewinnen wir das Game. Was ein Comeback gegen ihn. Und da gibt es auch das Schweinchen, weil wir ein Comeback haben, weil er uns BM'd hat. Und wir gewinnen das Game mit einem Comeback, weil er wirklich so geil Pressure gemacht hat. Gut gekauft, aber dieser Eisgolem. Diese Eisgolem Kobold-Fass-Kombination war extrem nice und dieser Feuerball. Deswegen spielt man den Feuerball zur Zeit. Es gibt so viele Feuerball-Weltkarten und so funktioniert das Deck wirklich perfekt. Und dann würde ich sagen, Leute, bis jetzt im nächsten Game. Bis gleich. Wir spielen gegen Tee-Eis. Wahrscheinlich wollte ich Eistee sagen, okay. Ich bin Fan von Eistee, aber nur den gekühlten. Macht ja auch Sinn, weil es Eistee ist. Okay, Lost. Lost. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Das vergessen wir einfach mal ganz schnell. Spiel einfach eine Kanonenkarte. Okay, okay, Bro. Ich muss einfach mal rüber. Das loggen wir einfach mal. Kobold Gang. Okay, es war richtig gut, dass die Prinzessin die Kanonka gesplashed hat. Weil damit ist die Kobold Gang, hat die Kobold Gang komplett überlebt. Okay, was spielt er jetzt, Junge? Giant Skeleton Klon, dieses alte Deck, was es damals auch mal gab. Finde ich extrem rollig persönlich. Ich würde sagen, ich zeige einfach mal ein Kobold fast durch. Ich möchte mal, ob er noch einen Tornado hat. Er hat noch einen Tornado. Aber der Tornado war nicht optimal, wenn ich ehrlich bin. Okay, er hat Tornado, vielleicht noch Flying Machine. Wir müssen auf jeden Fall fett aufpassen, dass er keinen großen Push bekommt mit Giant Skeleton, Klon, Cannon Card. Vielleicht noch Baby Dragon oder Flying Machine, kommt noch was er noch hat. Das wäre jetzt nicht so optimal. Ich würde sagen, davor gibt es einen Ice Golem zum Protecten. Ich will auf jeden Fall in diesem Matchup ganz, ganz wichtig die Princess beschützen, weil der Gegner halt Klon spielt und Princess wirklich die wichtigste Karte ist, weil wir sonst keine anderen Flächendamage halt haben, außer
Feuerball. Okay, es ist ganz gut. Wie geht's hier bei Lock drauf? Sehr, sehr gut. Gibt's eine Princess? Vielleicht muss er einen Giant Skeleton racen. Genau, das Giant Skeleton ist halt mega teuer. Vor allem hat er jetzt noch das ganze Core, was an Turm ist. Er hat kein Tornado im Cycle. Wir haben ihn komplett outcycled. Und das meine ich halt mit diesem richtig cheapen Lockbait-Deck. Jetzt gibt es einfach einen Ice Groom Kite. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Das ist so eine Defense. Und deswegen hat man in diesem Deck noch einen Ice Groom. Noch eine weitere Karte, um zu kiten, um krasse Plays wirklich rauszuhauen. Deswegen ist dieses Deck wirklich so, so stark. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Testet es aus. Testet aus den großen Herausforderungen in Ladder and Friendly Battles. Dieses Deck, wenn ihr allgemein Lockbait-Fans seid, kann auf jeden Fall extrem, extrem stark. Okay, jetzt gibt es eine Princess. Gucken, ob er gleich noch was an die Brücke spielt. Nee, macht er wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, nachdem der Princess geschossen hat, gibt es einfach einen Lock. Ich würde sagen, gibt es noch Mini-Packe dazu. Einfach nur zum Tanken. Und falls er eine Kanonenkarre spielt, Jungs. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt ist zwar der King Torn, aber das juckt mich eigentlich relativ wenig. Nächste Prince gezeigt und ihr wisst, Lockbait wird extrem stark, wenn ihr zwei, drei Prince auf dem Feld habt. Wir bringen den nächsten Call was. Oh mein Gott, Leute, er kriegt unseren Prince gekillt. Wir nehmen ihn so auseinander. Nächster Ice Golem davor. Falls er irgendwas spielt, haben wir jetzt gleich die nächste Prince, die dritte Prince. Ich würde sagen, wir spielen einfach nochmal was an die Brücke, um nochmal sicher zu gehen. Unsere Prinz werden jetzt leider von uns gehen, aber jetzt hat er die Prinz gekillt. Und wenn wir einfach die nächste Prinz, wir haben wieder zwei Prinz auf dem Feld. Richtig, richtig geil. Ich würde sagen, Jungs, wir loggen das eben mal. Einfach nur, dass wir zurückcyclen zum nächsten Eisgolem. Und das Game sieht doch bisher sowas von Schnieke aus. Wir nehmen ihn hops, er spielt ein räudiges Deck. Und jetzt haben wir die nächste Prinz auf dem Feld. Leute, dieses Deck macht wirklich so, so viel Spaß zu spielen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Richtig, richtig geil. Feuerball-Lock reicht jetzt aus. Richtig geil, GG an ihn. Haben wir auf jeden Fall gewonnen gegen Eistier. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein weiteres Game. Und sehen wir uns im nächsten Game. Bis gleich. Im nächsten Game gegen Military Aqua. Ich glaube, es ist ein relativ guter Spieler. Wir gehen auf mal Good Luck und dann würde ich sagen, wir starten mit der Princess nach hinten. Okay, er spielt sehr, sehr viel Golem, glaube ich. Okay, never mind. Wir bringen einfach einen Lock auf die Mauerbrecher. Perfekt. Und ein Poison Spill. Okay, es könnte das Deck sein, was ich aus der letzten Season gespielt habe, was er gespielt hat. Okay. Oder was er jetzt spielt hat, was ich aus der letzten Season gespielt habe. Ich würde sagen, Poison raus. Ich bin erstmal Seppis. Versuchen beide Seiten erstmal zu defenden. Er kann jetzt wirklich nichts Richtiges reinspielen. Das ist wirklich geil, Seppis. Sie verlagern so das Spiel. Und er kann wirklich nicht so viel machen dagegen. Auf jeden Fall gute Reaktionsgeschwindigkeit jetzt von uns. Dann würde ich sagen, wir machen mal diesen hier. Weil wir haben beide, auf beiden Seiten einen Push am Start. Und er muss eigentlich beide Seiten krass verteidigen. Er bringt jetzt wahrscheinlich noch einen... Okay, er hat das Nado-Deck. Aber jetzt hat er selbst retargetet. Der selbst ist die ganze Zeit am Turm. Richtig, richtig geil. Und ihr wisst, das ist so viel Damage. Perfekt. Wir bringen jetzt einfach eine Prince an die Brücke, um zu chippen. Und er bringt jetzt hier den Magic Archer. Okay, kann natürlich machen. Magic Archer ist nicht die schlechteste an. Fort. Und wir bringen perfekten Ice Golem, sehr, sehr wichtig. Perfekter Ice Golem in diesem Placement, wenn es richtig timed, kriegt der Magic Archer fast keine Hits. Er hat jetzt Hits bekommen, weil er ihn nicht normal nach hinten gespielt hat. Wenn er ihn hinten spielt, können die Flows mit Ice Golem defenden. Aber er hat ihn an die Brücke gespielt mit einem anderen Winkel, deswegen wurde der Ice Golem noch attackt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn der Gegner Magic Archer nach hinten spielt, ihr wollt ihn an der Brücke abwehren, ist das der richtige Ice Golem Play. Ich würde sagen, ich zeige jetzt einfach durch, er hat auch keine Valkyrie um Cycle. Er muss einen Bombenturm bringen, okay, perfekt. Dann würde ich sagen, einfach ein Kobold, was er muss eigentlich noch irgendwas draus spielen. Er hat keine Skellies im Cycle. Dann würde ich sagen, wir jetzt einfach noch eine Princess hier, um einfach noch die ganzen Skellies abzunudeln. Okay, Princess denkt so, nee, Digga, auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier Feuerballen. Er hat eh den Magic Archer gefällt, was gut für uns ist. Aber trotzdem müssten wir noch Feuerballen, weil er einfach Safety First gehen will. So, was macht er jetzt? Ich würde sagen, wir loggen es auf jeden Fall. Weil jetzt muss er noch was investieren. Nado oder so. Zum Beispiel das. Jetzt hat er keine Nado mehr in Defense. Das ist auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir einfach mal einen Koboldfass. Okay. Interessant. Ich würde sagen, ich zeige mal Mini-Pack, aber ich habe das Gefühl, er will jetzt reingehen. Okay, will er nicht. Interessant. Und jetzt mal diesen hier. Ich finde es etwas higher, falls das Geld nicht so bringt. Ich würde sagen, es gibt einen Feuerball auf den Magic Archer. Jetzt gibt es hier auch einen Kobold fast rein. Er muss jetzt eine Valkyrie wasten, aber trotzdem wird es ganz, ganz gut. Damage, wir kriegen hier guten Splash-Damage. Die Prince sollte Sage sein, die Mauerbrecher zu killen. Und wenn es hier vor ein Ice Golem bringen, musst du Protecten plus Mini-Packer drauf. Sollte das eigentlich ganz... Oh, nein, Mini-Packer macht kein Auge. Mini-Packer macht so fett Auge. Das war auch ein richtig starker Nado von ihm. Well played an der Stelle jetzt. Hat er stark gemacht, muss man ihn lassen. Jetzt gibt es hier eine Kobold-Gang rein. Und dann gibt es hier gleich einen Feuerball, einfach nur um die... bei Kyo zurückzubacken, aber es hat nicht so geklappt, wie es wollte. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Ich muss jetzt hier ganz dringend das hier bringen. Okay, macht er diesen. Schwierig, Jungs. Kobold fast rein.
Kriegen wir den Damage, den wir brauchen? Nein, kriegen wir nicht, aber, oder? Ganz close, Jungs, ganz, ganz close. Railplane hat er stark gemacht. Am Ende hätten wir, das ist das Problem gegen sehr starke Spieler. Er hat den Poison, er hat den Magic Archer. Und das Ding ist, der Magic Archer ist so, so stark, das ist auch so ein Tipp an euch, wenn ihr in seiner Situation seid. Wenn ihr wisst, ihr geht dann Feuerwehr gegen Magic Archer, spielt ihr niemals nach hinten, versucht den F das aggressiv zu spielen. Selbst wenn der Gegner Feuerball drauf und ihr kriegt Value daraus, dass ihr an die Brücke spielt, ihr kriegt Shape Damage. Und natürlich, der Gegner kann den Feuerball, aber habt ihr im End Value bekommen, wenn ihr hinten spielt, kriegt der Gegner mit 4-4-4 Trade plus Tower Damage. Das bekommt man an der Brücke nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt an ihm. TGS Deck ist immer auch extrem stark, also wie viele fragen mich auch immer. Morten, kann man Wallback ist noch spielen? Auf jeden Fall, Mauerbrecher wird auch diese Season eins der besten Decks sein, um Season noch viel gespielt werden, auch unter anderem von mir dann. Ich würde sagen, Leute, wenn euch diese Clash Royale Episode gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu am Start seid, würde ich sagen, bis zum nächsten Video, nächsten Stream. Haut rein.